Man kennt ihn von der Heute-Show, man kennt ihn in Karlsruhe aktuell vom K2. Das ist die Bühne des Kammertheaters. Match Me If You Can, eine Dating-Komödie, Verwechslungskomödie. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Bei mir ist Alexander Wipprecht. Ich freue mich, dass heute Alexander Wipprecht bei mir ist. Er ist derzeit in Karlsruhe im K2 zu sehen. Wir kennen ihn von der Heute-Show, von vielen anderen Produktionen. Schön, dass es geklappt hat. Hallo Alexander. Vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf. Hallo. In Karlsruhe zu Hause aktuell im K2, Match Me If You Can, sprechen wir noch drüber. Wie kommst du mit dem Badischen zurecht? Wie kommst du mit Karlsruhe zurecht? Sensationell. Ich meine, das ist ja eine Stadt, die es wirklich einem einfach macht. Sehr gut organisiert, wenn man weiß, wo Norden, Süden, Osten, Westen ist, kommt man irgendwie immer nach Hause, weil es irgendwie ja dann doch irgendwie aufs Schloss zuläuft. Also von daher, ist das für Leute ohne Orientierungssinn und mit Suchtverhalten ist es eine sensationell gute Stadt. Und, ja. Was mir im Vorgespräch gefallen hat, du hast was gesagt, was wir in der Region vielleicht selbst manchmal nicht so erkennen. Du hast gesagt, für die Stadtgröße, Mensch, habt ihr ein Kulturangebot? Ja, es ist schon, als ich war am Wochenende, hat ja zufällig 10 Stunden am Stück die Sonne geschienen. Mhm. Und ich war mit meinem besten Freund, der hat sich die Premiere angeguckt, sind wir halt losgelaufen und hatten eigentlich nur die Idee zu sagen, pass auf, wir laufen die ganze Zeit in der Sonne. Was bedeutet, sobald es eine Straße gab, die im Schatten lag, haben wir die gemieden, sind so lange weitergelaufen, bis ein großer Platz zum so irgendwie im Kreis laufen da war und sind zwangsläufig dann irgendwann im Schlossgarten gelandet. Und unterwegs ist uns aufgefallen, erstmal, was für ein... Wie viele Leute leben knapp? 300.000. Ja, was für ein kulinarisches Angebot. Mhm. Also das ist schon abartig gut. Und was für ein Überangebot an Kultur. Mhm. Und da frage ich mich, ob die Region wirklich so treu ist und sich immer auf den Weg macht, sich das alles auch zu geben. Vor allem, ich stand vor der 80er-Jahre-Ausstellung, habe tierisch gelästert, oh, wie unangenehm, oh Gott, oh, so eine 80er-Jahre-Party, oh Gott, in dem Schloss, da muss ja gar nichts los, oh Gott, die Armen, wieso stehen da Leute in der Schlange? Und dann haben wir irgendwann kapiert, ach so, das ist eine Ausstellung. Genauso übrigens auch wie in dem Weihnachtsmarkt, wo man gesagt hat, okay, die ziehen das Ding wirklich knallhart durch mit der Eisstockbahn, das finde ich... Ja, Schnitt, 2 Glühwein später standen wir auch auf der Alte. Also, ja. Wir wollen dich als Person ein bisschen kennenlernen. Da habe ich immer 10 Fragen, immer die identischen 10 Fragen. Es geht los mit dem Sternzeichen. Mhm. Das Löwe. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Mal so, mal so. Schöne Antwort. Deine Lieblingsfarbe? Puh, hi. Ja, ich müsste jetzt schon schwarz sagen. Ist ja keine Farbe, ist die Abwesenheit von Licht, aber ja, lassen wir es mal so gelten. Okay. Hast du ein Haustier? Mal so. Welches Poster hing bei Alexander im Jugendzimmer? Oh, das war richtig, da gibt es eine kleine Geschichte zu. Ich komme aus einer Generation, die noch das Vergnügen hatte, die Bravo lesen zu dürfen. Ja. Und die Bravo bestach ja nicht nur dadurch, dass man wirklich heftig auf dieses sehr kleine Bild onanieren konnte, sondern auch dadurch, dass es in der Mitte quasi so Centerfold-mäßig wahnsinnig viele Starschnitte gab. Ich hatte als Starschnitt den einzigen, den ich, glaube ich, gesammelt habe, war Boris Becker. Aber ich hatte eine Michael J. Fox-Phase, sehr zum Bedauern meiner Eltern, weil ich das mit dem Tesafilm, das war mir zu anstrengend. Ich habe die Poster einfach direkt auf die Raufasertapete geklebt, was blöd war. Ich finde es gut. Dein erstes Vorbild, Alexander? Eddie Murphy, weil meine Schwester, die wesentlich älter war als ich, nicht wesentlich älter, oh Gott, hoffentlich guckt sie das nicht, also rudimentär älter war als ich, das Vergnügen hatte, immer auf mich aufpassen zu müssen. Das führte dazu, dass sie, als sie 16 war, wurde ich 10. Und die hat mich mit ihrem Freund mit ins Kino genommen und hat mich damit reingeschmuggelt. Und das war Beverly Hills Cup. Mhm. Und weil Eddie Murphy die ganze Zeit coole Sprüche gemacht hat und hinten am Auto so rumschwebte, habe ich 10 gefragt, sag mal, was macht der beruflich? Und ich wollte eigentlich wissen, was der in dem Film beruflich macht, aber meine Schwester sagte, der ist Schauspieler. Und das war entschieden. Ja, es war übrigens ganz unangenehm, weil ich dann in einer Jugendschauspielgruppe war und dann gefragt wurde, warum bist du hier? Und ich glaube, der sehr, sehr ambitionierte junge Mann, der junge Leute an die Kultur ranbringen wollte, sagte, ja, wegen Eddie Murphy. Erste selbst gekaufte Schallplatte?
Pier Sodora und Lionel Richie. Fein. Oh Gott, wie heißt es denn nochmal? When the Rain Begins Danke, to Fall. Danke, natürlich. Welches Buch hast du zuletzt gelesen, Alexander? Baisse-moi, fick dich. Dein Lieblingsurlaubsziel? Karlsruhe. Ja, natürlich. Aber, oh, mein Lieblingsurlaubsziel. Also geht es darum, wo ich war? Oder? Nee, wo du ein bisschen, also, wo es dich hinzieht, immer wieder. Mhm. Wo es mich immer wieder hinzieht, ist absurderweise Portugal. Gar nicht so absurd. Nee, schön. Nee, genau, es ist Portugal und zwar Sagres. Letzte Frage, Hausmannskost oder Gourmet-Tempel? Wo bist du lieber unterwegs? Ja, nee, ich kann auch nicht so tun, als wäre ich mehr, als ich bin. Nee, Hausmannskost. Heute mit Alexander Wipprecht, derzeit in Karlsruhe zu Hause im K2 des Kammertheaters. Match me if you can. Hm. Alexander, ich habe bei dir gelesen in der Biografie, in Düsseldorf geboren und dann in Köln auf die Schauspielschule. Wie geht das? Gar nicht. Na, oder? Das ist doch. Erstmal muss ich fragen, in welcher Biografie hast du gelesen? In den vielen Biografien. Ja. Also ich habe im Munzinger-Archiv nachgeschaut, bin in den Keller gestiegen. Ja. Nee, das ist doch, ja. Nee, weil ich frage das deswegen, ja, weil es gibt keine, die stimmen bei mir. Bei mir ist es so, dass ich mir fast. Ich habe den Vorteil, dass ich irgendwann nochmal Journalismus mit studieren durfte. Deswegen gibt es auch das Munzinger-Archiv. Ja, ja. Da hab ich gedacht, guckst du wissend. Und seitdem passe ich meine eigenen Biografien an, weil es natürlich darum ganz oft geht, als Schauspieler oder wo auch immer, habe ich eine Zeit lang einfach, was man brauchte, wie alt ich bin und so. Es gibt kein wirkliches, ehrliches Geburtsdatum von mir. Ich glaube, Löwe stimmt, aber alles andere wurde angepasst. Also ich bin auch Löwe. Du bist im August geboren. 12. ja. 12. August. Ich 21. Siehst du? Um das zu beantworten mit Köln und Düsseldorf. Köln und Düsseldorf. Ja, also das geht natürlich gar nicht. Meine Großmutter hat zum Beispiel immer gesagt, wie kannst du das machen? Wie kannst du da leben? Ich habe dann da gewohnt, lange. Keine Ahnung, es geht eigentlich ganz gut. Und sie meinte, ja, aber die sprechen so scheiße. Die sprechen einfach identisch, wobei man sagen muss, dass die Singkurve der Kölner ist der Cosinus und von Düsseldorfern ist es eben der Sinus. Ja, da könnte man jetzt noch über Oelscher Platt reden oder Wuppertaler, aber das sind ja keine das Menschen. Das verstehen wir hier nicht. Das also ist richtig. Zu Recht auch. Also ich versuche es zu erklären an meinem Auto, also anders angefangen ist mein Thema, die Schlacht von 1288, Schlacht von Worringen, wo die Kölner sich mit den Düsseldorfern geboxt haben und das einfach bis heute durchziehen, was dazu führt, dass es kein einziges Straßenschild gibt, was von Köln nach Düsseldorf führt und umgekehrt auch nicht. Kein Taxifahrer würde jemals einen in die andere Stadt bringen. Düsseldorf hat jetzt zum ersten Mal irgendwo eine Kneipe, wo es Kölsch gibt, da fahren nur Kölner hin, um da was zu trinken, das würde kein anderer machen. In Köln gibt es das gar nicht. Alles ist verhasst und es geht zurück auf die Schlacht von 1288, wo der Dompropst zu Köln den Zehnten eingefordert hat. Und da gibt es eine, glaube ich, Gemälde im Düsseldorfer Rathaus, wo eine zombiehafte Armee von Milliarden von Rittern über drei Jünglinge herfallen und aber von denen trotzdem verprügelt werden. Und umgekehrt gibt es beim Dompropst, gibt es, glaube ich, auch einen Wandteppich, wo die gleiche Schlacht dargestellt wird, genau umgekehrt. Und das zieht sich knallhart durch. Mein persönlicher Hass mit Köln und Düsseldorf ist so, ich bin Fortuna-Fan, erste Stunde, hatte aber ein Kölner Kennzeichen. Und jeweils in der eigenen und in der anderen Stadt hat man mir die Karre halt zerkratzt, bis man zum Aufkleber gekommen ist. Also entweder hat man beim Aufkleber angefangen und dann das Kennzeichen gesehen und gesagt, oh, Entschuldigung. Und ich weiß, dass ein Fortuna hat tatsächlich, also ein Düsseldorfer hat irgendwann mal, sorry, in den Lack reingekratzt. Also so, ja, das ist, man kriegt das auch nicht raus, das ist drin, ist, ja. Gut ist, dass alle zusammen dann immer noch gegen Gladbach sind, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Wir haben jetzt Köln-Düsseldorf, das ist ein bisschen aufgeklärt, aber dann Köln-Schauspielschule. Mhm. Wenn man dein Wesen anguckt, Eddie Murphy war die erste Entscheidung, wie klar war es, dass es bei dir in Richtung Schauspiel und in Richtung dann auch Comedian geht? Wir reden noch über die Heute-Show. War das, oder haben die Eltern gesagt, lern was Anständiges, Junge? Meine Eltern, also meine Mutter hat zu dem Zeitpunkt leider schon nicht mehr gelebt. Ich habe vorgesprochen, das hat sie noch mitgekriegt, hat dann gesagt, mach doch bitte was, wirklich tu dir das nicht an. Also ganz, ganz, wäre die Entscheidung mitgegangen, aber hat gesagt, ich glaube nicht, dass das die cleverste Entscheidung ist. Und zwar nicht, weil du es nicht kannst, sondern weil es echt mal ein ätzender Beruf ist. Mhm. Und habe mich blöderweise dazu überreden lassen und habe eine Banklehre gemacht. Und weil das dann nicht gereicht hat, habe ich einen dualen Studiengang angefangen, parallel noch Betriebswirtschaft studiert. Das habe ich in München gemacht. Und in München bin ich Statist gewesen,
habe mir was dazu verdient und bin dadurch zur Schauspielerei zurückgekommen. Wobei, das war keine Schauspielerei, sondern das war einfach nur die Erkenntnis, dass man als Statist nicht so viel Geld kriegt wie Schauspieler in derselben Serie, die aber genauso wenig leisten. Da war einfach die Milchmädchenrechnung damals, okay, das mache ich jetzt. Dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt dahin, wo meine Freundin ist und da gucke ich mal im Branchenbuch nach, ob da eine Schauspielschule ist. Und das war Köln. Das war dann Köln, das war dann der erste Laden. Bin dann da rein, ja, und eigentlich, das waren an dieser Stelle Props raus an Stefanie Mühlhahn. Stefanie Mühlhahn und ich haben damals einen Film gedreht, der hieß Der Krieger und die Kaiserin, wo ich auch per Zufall reingerockt bin. Und ich habe damals für alles zusammen, glaube ich, 900 Mark bekommen. Und sie hat damals für alles zusammen am Tag 1.900 Mark bekommen, wo halt ganz klar war, okay, dann muss ich irgendwie, achso, die Begründung ist, warum ist das so? Ja, die ist halt Schauspielerin. Dann war halt Milchmädchenrechnung, du bist halt Schauspieler. Und was das eigentlich heißt, habe ich dann eigentlich erst erfahren, aber deswegen. Match Me If You Can im K2 des Kammertheaters. Alexander Wipprich ist mit dabei. Wir sind schon angekommen bei deiner Entscheidung, Schauspieler zu werden. Ich bin ja froh, dass die Banklehre nicht funktioniert hat. Das wäre eine Katastrophe gewesen, du hinterm Bankschalter. Das war eine sensationell gute Zeit. Ich habe dort die freiste Zeit meines Lebens gehabt. Ich wusste relativ schnell nach 3 Tagen, dass ich das nicht machen werde. Ich wusste aber auch, dass sie mich einfach knallhart 2 Jahre durchbezahlen werden und man in der Kantine gutes Essen bekommt. Und so. Leute beobachten, glaube ich, oder? Weil wenn du so in der Bank bist, das sind ja so schon eigene Typen, oder? Ja, aber also das ist richtig. Alle Leute übrigens, mit denen ich damals angefangen habe, die Lehre zu machen, ich glaube, da ist ein einziger von in der Bank geblieben. Okay. Der Rest ist, die haben alle was anderes gemacht. Und ein guter Freund von mir ist, mit dem ich damals auch immer rumgehangen habe, der ist Brauer geworden. Wir haben dann eine fantastische Symbiose. Brauer, Schauspieler, ja, das war eine gute Ausbildungsjahrgang. Ja, der konnte an mir alles ausprobieren, was man so trinken kann. Ja. Traditionen sind gut, auch bei mir, denn bei Nick ist das Fragenglas. Entweder oder, Alexander zieht eine Frage, gibt sie mir und dann musst du dich für eine Antwort entscheiden. Sind extra für dich geschrieben. Leg los, zieh deine Frage. Entweder oder heißt es hier, nur noch frieren müssen oder nur noch schwitzen? Nur noch schwitzen. Bist eher auch ein Typ, der urlaubsmäßig Portugal hast gesagt, ne? Also ja. Nach Alaska geht's nicht. Verstehe ich. Das würde ich auch machen, aber um es mir mal anzugucken, aber wenn ich es nur ausschwitze, auf jeden Fall nur noch schwitzen. Klare Entscheidung, zweite Frage für dich. Entweder oder heißt es hier, nur noch Tatort gucken oder nur noch Bergdoktor? Es geht nicht zu sagen, nichts von beiden. Da muss ich für was entscheiden. Ach so. Ach so, ich habe das schon gesehen in deinem Blick. Ja, dann wahrscheinlich nur der Bergdoktor. Der Bergdoktor. Du warst ja in vielen Fernsehproduktionen schon dabei. Hast du es auch mal zum Bergdoktor geschafft, so mit deiner kleinen Rolle? Nee, ich überlege immer gerade, was ist denn das? Es ist lustig, weil natürlich man überall Leute kennt. Ich weiß, bei der Bergdoktor, ist das mit dem Siegel? Ja. Nee, aber da ist hier Andrea Gerd, das ist eine gute Freundin. Schöne Grüße, die und Rebecca Emanuel, die Hauptkraft, das war jahrelang meine Geliebte. Deswegen, also nicht in echten Leben, sondern ja, schon, gedreht. Und, ich weiß schon wo. Ja. Also von daher, ja. Fast Bergdoktor. Ja. Gleich mehr. Entweder-oder-Fragen sind gut gelöst von Alexander. Jetzt will ich aber nochmal mich ein bisschen festhaken beim Thema Fernsehen. Ich habe nämlich eine Entweder-oder-Frage. Entweder drehen oder auf der Bühne stehen. Das Gras ist ja immer bekanntlich grüner auf der anderen Seite des Zauns. Von daher würde ich, also ich kann beides gleichermaßen toll und scheiße finden. Mhm. Ja. Ich muss dir auch eine Entweder-Oder-Frage ganz dringend stellen. Und zwar, würdest du lieber Schokolade essen, die nach Scheiße schmeckt, oder Scheiße, die nach Schokolade schmeckt? Das klären wir gleich. Ich bleibe nochmal bei dir. Mit dem Drehen. Oder Bühne, weil das auf der einen Seite ja, also wenn du Fernsehen machst, sehr kleine Bewegungen, nicht zu laut, nicht zu groß. Auf der Bühne kann man sich eher ausleben und jeder Abend ist frisch und neu. Mhm. Ich muss dich doch nochmal fragen, was liegt dir mehr? Also ganz klar, es ist wunderschön, einen ganzen Bogen zu spielen, weil man auch die Möglichkeit hat, wenn man ist ja nicht immer... Man ist nicht immer gleich gut, man ist auch gar nicht immer gut, aber man hat die Möglichkeit im Theater... man ist sein eigenes Korrektiv. Beim Drehen ist man in der Regel angewiesen auf andere Leute und denen muss man blind vertrauen. Und da ist mir oft schon aufgefallen, dass auch Leute etwas in mir sehen, was ich gar nicht sehen wollen würde.
das führt dann dazu, dass man recht häufig Sachen oder Produktionen gemacht hat, wo man sich im Nachhinein gewünscht hätte, es selber nicht gesehen zu haben. Und das habe ich auch gelernt, eigentlich nicht zwingend. Ich möchte mich nicht sehen. Ich möchte mich auch nicht auf der Bühne sehen. Es gibt manchmal so Ausschnitte von Theater und dann fange ich an, darüber nachzudenken, wie ich da rumlaufe und ich bin ein fleischgewordener Haltungsschaden. Also das, wenn ich das sehe, dann mag ich das nicht. Beim Drehen ist es nur so, es ist sehr nah, es ist, und da sehe ich jeden Fehler, alles. Und da kriege ich manchmal so Fremdscham für mich selbst, dass ich das nicht ertragen möchte und ganz oft auch nicht mag. Das Gefühl her ist, vom Gefühl her ist die Bühne einfach konstanter. Es gibt aber auch sensationelle Sachen, die ich gedreht habe, die einfach so Spaß gemacht haben und so, wo wirklich ambitionierte Regisseure auch Sachen aus mir rausgekitzelt haben, wo ich selber nicht gedacht hätte, dass das in mir drin war. Ich habe einen Film gedreht, der heißt Walküren von Joscha Seehausen. Da spiele ich, ich glaube, dass man das heute vielleicht gar nicht mehr zwingend machen darf, aber ich spiele einen Transmenschen, der auf dem Weg ist, eigentlich sich selbst die Operation zu finanzieren und so. Und habe mir im Zuge dessen zum ersten Mal eigentlich darüber Gedanken gemacht, und verstehe auch, dass Menschen heutzutage ein Problem damit haben, dass das nicht mehr jeder spielen sollte. Aber wenn man dann irgendwann, also wenn man mich am Anfang fragt, machst du das? Ja, klar. Kannst du das? Sicher. Und dann merkt man, nee. Und da kommt dann ein junger Regisseur, der so lange mit dir daran rumarbeitet, dass das Ergebnis wirklich ein Ergebnis ist. Da würde ich dann immer sagen, boah, ein Glück habe ich das gemacht. Ein Glück habe ich das gemacht. Ja, aber es ist schwierig, kann ich nicht beantworten eigentlich. Alexander Wibrecht, über ja, ein Entweder-Oder, das er nicht beantworten kann. Du hast sehr viel gedreht, sehr viele Fernsehsachen gemacht, du hast aber auch gerade einen Film beschrieben. Da möchte ich noch mal ein Stück weit dranbleiben. Wie erlebst du das? Wir haben in Baden-Baden den Deutschen Fernsehfilmpreis. Immer weniger deutsche Produktionen werden dort ausgezeichnet. Es wird immer schwieriger, wirklich hochwertige Produktionen an Land zu ziehen. Erlebst du das selbst, dass die Angebote, was TV betrifft, eher in eine Richtung gehen, wo du sagst, du würdest dir wieder mal Inhaltstiefe wünschen? Erleben wir gerade das Gegenteil? Also erstmal muss ich sehe das nicht. Ich glaube, dass wir in einem goldenen Zeitalter des Fernsehens gerade noch rumschwimmen und ich glaube, dass Deutschland ein Land ist, das das noch nicht verstanden hat, dass das vielleicht jetzt rückläufig ist, weil das Geld jetzt langsam auch wieder zur Neige geht. Die Fördergelder meinst du? Ja, alles, auch wo Streamer sagen, wir investieren da rein. Es gibt sensationelle Filme, es gibt sensationelle Sachen, es gibt, ich meine, deutsches Fernsehen ist für drei Sachen einfach sensationell bekannt. Also überhaupt deutsche Kultur ist für drei Sachen bekannt. Das sind Nazis, die Mauer und Techno. Das sind unsere Exportschlager. Und wenn wir die machen, da sind wir einfach ungeschlagen, leider. Das muss man uns ja leider so lassen. Damit sind wir immer auch sofort irgendwo weltweit in der Hochkultur. Aber abseits davon gibt es halt auch echte krasse Sachen, die auch, wir haben sensationelle Schauspieler. Ich meine, Sandra Hüller ist gerade mit zwei Produktionen, das vergisst man immer, nicht nur als Schauspielerin, sondern eben auch in der Wim Wenders-Produktion. Das ist eine sensationelle Zeit. Einzig und allein muss ich dazu sagen, leider betrifft mich das alles gar nicht, weil das ist eine Liga, in der ich, und das schmerzt, aber es ist so, gar nicht leider mitspiele. Ich kann von außen neidisch drauf gucken und das tue ich auch und sage, boah. Aber weil wir so eine Hochphase haben im Fernsehen, fallen nach hinten raus so Sachen ab, die früher besetzt waren mit so A-Schauspielern. Und wir B- bis Z-Schauspieler, und dazu muss ich mich ehrlicherweise mit dazugehören, dürfen jetzt gerade die Brotkrumen aufsammeln von den 40 Leuten, die sonst einfach in Deutschland sehr, sehr viel machen. Und dafür bin ich total dankbar. Das heißt, ich profitiere von diesem Hype. Sehe irgendwie schon das Ende davon am Horizont und bete, dass er noch so lange wie möglich mir was zu essen beschert. Deutschlands verrücktestes Radioquiz kommt jede Woche in der Morningshow auf der Neuen Welle und am Wochenende bei mir gibt es die Promi-Ausgabe von Stadt, Land, Quatsch. Jetzt auch für dich, Alexander. Wir haben einen Buchstaben für dich ausgesucht. Du musst ziemlich Tempo geben. 30 Sekunden für 5 Begriffe. Ja. Wenn du was nicht weißt, lieber weitersagen. Ja. Dann stelle ich die nächste Frage. Du bist bereit? Auf geht's. Ein Buchstaben, den ich sehr schön finde, das Z. Und wir legen los mit der Stadt. Zwickau. Ein Land.
Zypern. Etwas zu essen. Doch, doch, bitte? Etwas zu essen. Zwetschgenknödel. Ein Kinofilm. Zwischen den Zeiten. Mhm. Eine Todesursache. Ja, Zerquetschung. In der Schule. Zwischen Pausenbrot. Ein Mädchenname. Ziska. Kaufe ich mir nach dem Lottogewinn. Nach dem Lottogewinn? Mhm. Okay, ist eh durch, aber du warst ja sensationell gut. Ist auch wirklich ein schwerer Buchstabe. Ich mach selten schwere Buchstaben, bei dir habe ich gedacht, kriegst du Mist, hin. Aber... Durch. Kaufe ich mir nach dem Lottogewinn. Wir rätseln noch drüber, machen eine kleine Pause, denken beide drüber nach und dann hast du noch eine schöne Antwort. Wie viele richtige waren es überhaupt hier? Sieben richtige, also zwei drüber. Die rote Tasse gehört dir. Schon viele Kolleginnen und Kollegen, Kammertäter haben diese Tasse. Also es ist eine Auszeichnung und passt doch zu dir heute. Ich finde auch. So, wir tauschen das mal durch. Damit ich jetzt einfach permanent... Gleich mehr mit Alexander Liebrecht. Wir müssen auflösen. Kaufe ich mir nach dem Lottogewinn. Hast du, ist noch was angekommen? Klar, sicher. Zweit Frau darf man, glaube ich, nicht mehr kaufen. Verleihen. Zweitwohnsitz ist natürlich ein Zweitwohnsitz in Portugal. Ja, so. Ist gelöst. Du hast einen Zweitwohnsitz gerade in Karlsruhe. Match me if you can. Mhm. Die Premiere lief hervorragend. Ihr habt eine tolle Kritik bekommen. Wie hast du das Karlsruhe Publikum erlebt? Das, also ganz ehrlich, das ist halt diffizil, weil dieses Stück habe ich in zwei anderen Orten gespielt und das ist überall anders. Ja, sag, wie ist es anders? Ja, das ist halt das Ding. Ich war vorher in Dresden und die waren so recht euphorisch und nach hinten raus eher so, oh, krass, Stück ist verendet, tschüss, schnell raus. Ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. Und bei Karlsruhe war es gefühlt anders, genau. Weil es war genau umgekehrt. Okay, krass, wir haben ihn jetzt gar nicht. Und dann aber stehen die Leute auf, Standing Ovation, und feiern das total ab und sagen, Dankeschön für den Abend. Ja. Ich dachte am Anfang, wir hätten sie nicht. Und schlussendlich muss ich wahrscheinlich sagen, wir hatten sie doch. Hoffe ich. Ich bete es dazu, ich bilde es mir ein. Alexander Liebrecht, derzeit in Karlsruhe im K2 zu erleben, kommen wir mal auf das Stück. Früher wurde ja gedatet, heute wird gematcht. Mhm. Es geht um diese neuen Möglichkeiten. Erzähl uns was von dem Stück. Ihr seid zu zweit auf der Bühne. Und ja, ich habe eine sensationelle Kollegin, Britta Böke. Das ist eine pure Verwechslungskomödie. Die Leute denken immer beim Daten, dass wenn man das jetzt macht mit einer App oder so, dass sich da irgendwas ändern würde. Im Endeffekt muss man sich ja trotzdem irgendwann live kennenlernen. Mhm. Und diese Verquickung, diesen Fakt, den nehmen wir quasi auf und zeigen es in einer totalen Verwechslungskomödie. Also das heißt, Fake-Bilder und falsche Namen. Richtig. Wie sind eure Namen sozusagen? Mein Fake-Name, kann ich verraten, ist Mr. Knister. Mr. Knister. Ja, und die Kollegin heißt Mrs. Twister. Und ihr habt falsche Bilder auch eingestellt gehabt, also Fake-Bilder, das hat überrascht, wie ihr aussieht. Wir haben uns natürlich übertrieben schön gemacht und sehen nicht mal im Ansatz so aus. Ich behaupte von mir auch, ich bin 1,93 groß. Und sie freut sich, Mensch, endlich mal ein großer Mann. Mhm. Und so geht das halt los. Und und irgendwann, das ist die Story eigentlich, oder so viel kann man verraten, irgendwann merke ich, dass sie mein Date ist. Der habe ich aber gerade abgesagt. Und dann geht's richtig los. Also Match Me If You Can im K2 vom Kammertheater. Ich werde mir das anschauen, freue mich drauf. Ich mich auch. Alexander Liebrecht, Match Me If You Can, haben wir berichtet. Ich kenne dich ja auch aus der Heute-Show. Ensemble-Mitglied dort. Wie nimmst du das wahr? Viele sagen ja, Satire ist kaum noch möglich, aber wenn man die Heute-Show schaut, ist das ja im Grunde genommen alles Realsatire. Ja. Wie seht ihr das als Ensemble? Also ähnlich, anders, beziehungsweise ich sag mal so, es ist halt einfach nur die Zeit verändert sich. Mhm. Und ich habe mitgearbeitet bei Tommy Schmidt und da war Bastian Pastewka zu Gast und der hat dieselbe Frage gestellt bekommen und hatte eine sensationelle Antwort parat. Die würde ich einfach eins zu eins so kopieren. Der hat gesagt, es ist gut, dass es passiert, weil es sind Wellenbewegungen und das, was losgetreten wird gerade, ist eine, damit sich was verändert, muss erstmal ein entsprechender Tsunami durch die Landschaft fegen, um damit sich das ganze Gewässer sozusagen wieder einpegelt. Es wird sich verändern und es ist auch so, und es ist jetzt die eine Bewegung, da wird es dann, wie das eben bei Wellen ist, eben eine Gegenbewegung geben und dann irgendwann wird das sich auf ein Niveau einpendeln, mit dem man
als alter weißer Mann, das bin ich ja irgendwo, sich irgendwie noch verstanden fühlt und alle anderen jungen Menschen im Augenblick, die sehr, sehr, sehr hinterher sind und auch zu Recht, dass sich da was ändert, eben auch damit leben können. Irgendwo, die Wahrheit wird dazwischen liegen. Ich muss fairerweise dazu sagen, ja, wenn jemand mit einem T-Shirt rumrennt, wo drauf steht, ich gender nicht, ich habe einen Studienabschluss, dann das ist keine Satire mehr. Das ist halt einfach doof. Die Heute-Show macht Spaß. Ich wünsche dir auch im Kammertheater alles Gute. Vielen Dank. Und ich freue mich auch nächste Woche auf einen Gast, der, wie soll man sagen, polarisiert, aber auf der anderen Seite auch fasziniert. Das ist Uwe Hück. Er war Porsche-Betriebsratsvorsitzender. Inzwischen hat er in Pforzheim ein Zentrum für junge Menschen, denen er hilft. Und er boxt, und zwar gegen ehemalige Weltmeister für den guten Zweck. Also verrückter Kerl. Freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis nächste Woche. Schönen Sonntag noch. Ciao, ciao.